Hey Leute, hier ist das Toast und willkommen zu einem weiteren Gameplay hier auf unserem Kanal. Und was für ein Gameplay ihr gerade seht, habe ich leider keine Ahnung. Das wird spontan ausgewählt. Der Leon kommt hier gerade rein, stört mich. Egal, verpiss dich kurz. Oder was willst du? Du kannst auch reden. Okay, er sagt mir gerade, dass du noch was für die Schule machen musst. Das ist ja sehr schön. Aber du kannst die Tür zumachen, bitte. Ja. Dankeschön. Okay. Gut, das war jetzt eine kleine Störung vom GGC Rockstar. Das macht aber gar nichts. Wir machen einfach weiter, denn ich habe heute gar kein richtiges Thema. Mein eigenes Thema sollte sein, ob Spiele nachlassen. Also mit nachlassen meine ich jetzt so viel. Also die Aufwendigkeit, den Skill, den man für dasjenige Spiel benötigt. Also vor allem im Multiplayer. Und dazu wollte ich eigentlich mal meine ganze Meinung sagen und wie ich zu dem ganzen Thema stehe. Und ja, darauf habe ich jetzt allerdings gar keine Lust, so richtig darüber zu reden, da das Gameplay, ich habe mir jetzt schon so grob überlegt, was für ein Gameplay wir nehmen wollen, und wir haben jetzt eins zur Verfügung, glaube ich, das geht 6 Minuten oder sowas, und deswegen werde ich mich auch in der Richtung an dieser Länge halten, und ich glaube, darüber könnte ich dann schon ein bisschen länger reden, das heißt, es würde schon bestimmt 10 Minuten gehen. Sonst hatte ich noch geplant, ein Video zu machen, worüber ich rede, wie man ein gescheites MLG-Gameplay auf die Reihe kriegt und wie das Ganze alles ablaufen soll und worauf man besonders achten muss. Denn wir haben ja jetzt den Clan War mit Callouts hochgeladen und da kamen viele Fragen noch auf und die will ich natürlich auch alle beantworten. Und erstmal finde ich super, dass es eigentlich so gut ankam mit den Callouts, hätte ich nicht gedacht. Okay, hätte ich eigentlich schon gedacht. Aber wir werden das in nächster Zeit bestimmt öfter machen, einfach mal zu viert online MLG suchen und einfach die Stimmen und die Callouts aufnehmen. Wenn es euch was bringt, dann seht ihr eben, wie das Ganze abläuft, und ich denke, das ist auch ganz interessant zuzusehen. Was man jetzt sagen kann bei dem Clan War, wir konnten eben jetzt nicht darauf achten, dass wir ein super Gameplay haben. Natürlich, bei einem Clan War choke man mal mittendrin, da kriegt man eben kein perfektes Gameplay auf die Reihe, und dann, ich hoffe, da seht ihr das auch ein, dass es jetzt nicht so ein perfektes Gameplay war und dass auch manchmal ein paar Schritte dabei waren, die jetzt nicht so super intelligent sind, aber es war jetzt einfach nur dafür da, dass ihr mal seht, wie das Ganze mit den Callouts abläuft und dass die eben auch wirklich was bringen. Ja, genau, was hatten wir noch geplant? Wir hatten geplant, die V6 natürlich rauszubringen, die kommt noch, die ist immer noch in Arbeit, wir geben uns viel Mühe. Wir haben jetzt, das erste Lied haben wir schon fertig und ich glaube, die ersten 30 Sekunden vom nächsten Lied sind auch schon fertig. Und da hat der Patrick, ich habe dem immer so ein paar Effekte geschickt, die ich ganz cool fände, wenn die drinnen wären. Und da haben wir einmal so einen Locator reingemacht und dieser Clip, also Leute, der ist so genial, der sieht so gut aus. Richtig professionell gemacht, haben wir richtig viel Arbeit reingesteckt und die ganze V6 wird eben auch so aussehen. Und da könnt ihr euch auch sicherlich drauf freuen. Nur das Einzige, was ihr eben nicht machen dürft, ihr dürft eben nicht mit den Erwartungen irgendwie an eine Migwin und Ninja Montage rangehen, weil so gut sind wir einfach nicht. Wir ziehen öfter mal ein paar Exterms, aber es sind auch viele Triple Kills dabei. Und nicht so viele Overkill Exterminations. Und ich hoffe, ihr versteht das einfach und nehmt es dann nicht so ernst und bewertet sie eben wie eine Montage von uns und nicht von irgendeinem MLG Pro. Ja, was haben wir noch geplant? Wir hatten geplant, ach genau, wir wollten einmal, wir hatten ja die Top 15 gemacht und die kam ja ziemlich gut an und wir wollen ja natürlich auch, dass die ganze Halo Community ein bisschen engagiert wird auf unserem Kanal und dass die so ein bisschen mit eingebracht werden, denn immerhin wollen wir ja, dass die Halo Community sich vergrößert und das erreichen wir auch damit, dass wir Kills von euch nehmen, also Clips von euch. Da haben wir uns gedacht, weil eine Top 10 dann doch ziemlich aufwendig ist, dass wir einmal im Monat Kills of the Month machen, das heißt, ihr habt 3 Wochen Zeit, uns einen Clip einzusenden. Und ja, dann kommt das in der Top 5, das wird dann bearbeitet, kommentiert und so weiter und hochgeladen. Und sobald die draußen ist, habt ihr eben wieder Möglichkeit, 3 Wochen lang uns Clips einzusenden. Und in der letzten Woche kommentieren wir eben wieder alles und bearbeiten wieder alles, damit wir auch ein bisschen Zeit haben und nicht so einen hohen Druck haben. Ja, wenn ihr, also ich kündige das jetzt schon mal an, aber genau wenn es losgeht und ihr euch Clips einsenden könnt, dann wird es auf jeden Fall nochmal ein Video geben. Und das Ganze wird so ablaufen, ihr schickt uns eine YouTube-Nachricht. Also in YouTube eine Nachricht, bitte auf gar keinen Fall in die Kommentare, sondern wirklich nur als private Nachricht, dass ihr einen Clip habt für die Top 15 und da drinne soll dann bitte der Bungie-Link stehen. Also ihr ladet das in euer Dateisharing hoch, ob es jetzt Halo 3 oder Halo Reach ist, ist komplett egal, aber ich denke mal sowieso, dass die meisten von euch nur noch Halo Reach zocken. Und ja, dann ladet ihr das Ganze einfach in euer Dateisharing hoch und geht auf bungie.net. Dann geht ihr auf euer Profil, auf euer Dateisharing und dann klickt ihr auf den Clip, den ihr hochgeladen habt.
Schickt uns den Link einfach und ja, wenn ihr Glück habt, werdet ihr drangenommen, wenn es ein guter Kill ist. Und wenn nicht, könnt ihr es einmal mit demselben Kill nochmal im nächsten Monat probieren. Nur ganz wichtig, ihr dürft nur einen Clip einsenden. Ich sage das jetzt nochmal kurz, dass ihr ein paar Eindrücke habt, wie das Ganze ablaufen soll. Und nächsten Monat werden wir das machen und da wird auf jeden Fall nochmal ein Video dazu kommen. Ja, das wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine ganz coole Sache. Dann seid ihr immer ein bisschen engagiert und ob das jetzt MLG oder normales Matchmaking ist, ist eigentlich in erster Linie ganz egal. Natürlich, MLG sieht man häufig gerne, also eine MLG, eine Exterm in MLG wird lieber gesehen als mal eine Exterm im Matchmaking, aber das macht auch gar nichts. Also wenn die gut ist, die Exterm oder ein Overkill oder ein 5- oder 6-fachen natürlich, es wäre super gut. Also schickt es auf jeden Fall ein, lasst euch da nicht irgendwie runterkriegen, wenn ihr denkt, ihr spielt jetzt kein MLG. MLG macht zwar Spaß und ist dann natürlich nochmal einen Schritt höher, aber ich meine zum Beispiel Just Mad, die Montage kennt ihr bestimmt auch. Da sind eigentlich keine MLG-Clips drin, einfach nur normale Matchmaking-Clips und die Montage guckt sich auch jeder gerne an, weil die ist ziemlich cool. Und ja, das war es eigentlich, denke ich mal, alles so grob zusammengefasst. Weitere Videos werden natürlich kommen. Wir hoffen natürlich auf Feedback. Feedback. Und eine Sache möchte ich euch noch bitten, und zwar, dass ihr uns Themen sagt, die ihr gerne hören würdet. Also beim Kommentieren fällt es uns immer schwer, ein paar Themen zu finden, so wie jetzt. Jetzt habe ich einfach nur irgendwas zusammengefasst. Ein bestimmtes Thema würde ich gerne mal drüber reden, nur ich weiß leider überhaupt nicht, über was ich reden soll. Und deswegen schreibt das einfach in die Kommentare rein. Dann wäre ich zufrieden, wenn ich ein cooles Thema hätte, dann könnten wir auch öfter Commentaries bringen und über auch mal gescheite Themen, die euch auch interessieren. Und ja, des Weiteren hatten wir geplant, darüber werdet ihr aber auch noch informiert, eine Halo vs. COD Montage machen, also aus Halo und COD Clips. Die wird der Patrick zusammen machen mit noch zwei anderen Leuten, mit wem genau weiß ich nicht genau. Die wird auf jeden Fall bei uns hochgeladen, auch wenn ihr jetzt alle COD so ein bisschen hatet, aber ich hoffe mal, da werdet ihr euch so ein bisschen zurücknehmen. Aber natürlich kommt zuerst die V6 und dann kommt noch die Community Montage, aber da kommen alles noch Videos dazu. Gut, ich bedanke mich fürs Zuhören, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten mit einer Begründung bitte, weil das habe ich immer gerne. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwie sehe, wie ich mich verbessern kann. Jo, das war's, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.